Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Habt ihr den weißen Hintergrund vermisst? Ich auch nicht. Aber wir sind ja erst umgezogen und ich sitze gerade tatsächlich in meinem Arbeitsschminkzimmer. Aber es ist noch nicht ganz fertig, deswegen werden die ersten Videos erstmal mit diesem Hintergrund sein. Heute habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal was ganz anderes und zwar ein TK Maxx Haul. Und zwar so eine große Tüte habe ich geshoppt. Meine Schwester hat mir nämlich zum Geburtstag einen Kalender geschenkt, den sie dort gekauft hatte. Und der sah so hübsch aus, dass ich mir gedacht habe, ich gehe da nochmal vorbei und schaue, ob es noch mehr Schreibbüro-Bedarf-Geschichten gibt. Und falls ihr auch einen TK Maxx in der Nähe habt oder diese Geschäfte kennt, dann wisst ihr, dass es dort auch super tolle Kerzen gibt und alles Mögliche. Und deswegen zeige ich euch heute, was ich so geshoppt habe. Und ich habe auch gefühlt ewig keine Videos mehr gedreht, deswegen ist es für mich gerade so, wie als würde ich noch mal, als hätte ich es noch nie gemacht. Also, als allererstes zeige ich euch mal, was meine Schwester denn mir geschenkt hat. Und zwar ist es dieser Kalender. Agenda 2018 steht hier drauf und sagt mir bitte, wie wunderschön der ist. Also ich finde, das ist perfekt. Erstmal schwarz-weiß gestreift. Ihr wisst, ich liebe gestreift. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr, ich liebe Streifen. Dann natürlich Blumen in Altrosé perfekt und mit goldenen Details. Hier ist es einfach nur wunderschön. Dieser Kalender startet sogar ab August diesen Jahres und geht bis Dezember 2018. Ich kann also sofort loslegen. Und hier ist jeweils, ich mache einfach mal einmal auf. Und hier hat man gleich so eine Woche Übersicht und das finde ich perfekt. Ich liebe das nämlich, auf einmal zu sehen, was in der Woche so ansteht. Und ja, ich finde das so schön, das wird sich so gut machen auf meinem Tisch und ja, danke liebe Sis. Und dann konnte ich noch glücklicherweise sowas hier entdecken. Das ist aus der gleichen Serie, würde ich sagen. Und zwar ist das so ein Klemmbrett hier oben und hier drinnen kann man das aufmachen. Ich mache das mal auf. Und wenn man das hier aufmacht, dann hat man hier so einen Block, wo man seine Notizen aufschreiben kann und es hat so eine hartes Cover und deswegen ist es so schön stabil und die ganzen Blätter knicken hier drin nicht und man kann hier eben auch was reinklemmen, zum Beispiel die To-Dos oder sowas und das finde ich einfach mega, oder? Sag mal, das ist so schön und das hat 9 Euro gekostet und der Kalender weiß ich nicht, habe im Geschäft auch extra nicht geguckt, weil das macht man nicht, aber ja. Das kann ich super gut gebrauchen und das lege ich mir sofort auf meinen Tisch. Und dann war ich voll in Fahrt, was so Schreibwaren angeht und habe mir noch was gekauft. Das sieht nämlich einfach so wunderhübsch aus. Ich konnte einfach nicht anders. Das ist einfach perfekt für mich, weil ich nämlich so Schreibwaren total liebe. Ich bin ein Ordnungsfreak. Ich schreibe alle meine To-Dos auf, auch die ich vielleicht an dem Tag schon gemacht habe, aber damit ich es einfach nur abhaken kann. Und mir macht das total Spaß. Ich liebe Ordnung und es ist einfach perfekt. Jetzt für mein Büro vor allem will ich es alles richtig schön machen. Und dann habe ich mir so noch so drei, es war so ein Dreier-Set Notizhefte gekauft. Und zwar schauen sie so aus. Wie schön kann sowas sein? Und zwar sind da solche drei Hefte. Einfach nur perfekt. Hier steht Happiness drauf. Dann hier Notes. Oh, wie schön. Wunderschön. Und ist einfach nur gestreift hier schwarz-weiß und heißt Things I Need to Know. Perfekt. Und die sind, wie gesagt, einfach nur leer, um sich Notizen machen zu können. Alle drei gestreift. Und dieses Dreier-Set hat gekostet 6 Euro. Und falls ihr einen TK Maxx habt, wirklich, geht da mal vorbei. Da gibt es immer so coole Sachen. Und ich bin so froh, dass ich jetzt in Wiesbaden wohne, weil wir haben hier einen. Und jetzt zeige ich euch, was ich im Bereich Beauty gefunden habe. Dort gibt es nämlich auch einige Theken mit Krams, koreanischer Kosmetik oder auch Kosmetik aus Amerika oder wie auch immer. Und ich habe mich mal so umgeschaut, was ich denn so mitnehmen konnte. Und ganz zum Schluss habe ich mir noch solche zwei Masken mitgenommen. Diese nehme ich aus der koreanischen Kosmetik. Und zwar einmal Moisturizing mit Aloe Vera. Of course, ihr wisst, hier sehe ich Aloe Vera liebe. Und das andere ist, das ist so eine Algenmaske. Und das sind beides so Tuchmasken. Und ich liebe Tuchmasken über alles. Das ist einfach die beste Erfindung überhaupt. Und dann, ja, und die haben jeweils 4 Euro gekostet. Und dann habe ich mir noch was gegönnt. Und zwar ist das eine Kaviar-Maske. Und zwar ist es auch aus der koreanischen Kosmetik. Lifting-Maske.
Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal da rein. Also tatsächlich, das ist eine Tuchmaske, die man 20 bis 30 Minuten drauf lässt. Ich bin sehr gespannt. Und dann zum Thema Beauty habe ich noch hier sowas gefunden. Da war wirklich eine ganze Theke mit super vielen verschiedenen Schwämmchen in allen Farben und Formen. Echter Hammer, was es mittlerweile, wie viel es Auswahl gibt. Und ich habe mich einfach mal für die beiden entschieden, weil ich fand, die sahen gut aus. Aber keine waren diese originalen Beauty Blender. Aber ich habe mir gedacht, dieser von Real Techniques zum Beispiel, der macht es ja eigentlich auch ganz gut. Deswegen dachte ich, probieren wir auch sowas aus hier. Dieses Set hat gekostet 8 Euro und hier sind zwei drin. Und dann, oh, fast vergessen. Das ist so crazy. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auch das ist da aus der koreanischen Kosmetik. Und zwar ist das ein Tightening Cooling Pack for Pore. Egg Pore. Also Ei. Hier ist ein Huhn drauf und ein Ei. Also ich frage mich echt, was das ist. Also, es hat 13 Euro gekostet und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein dummer Kauf war. Ich habe das einfach mitgenommen, weil ich fand das so skurril und komisch und besonders, dass ich es mitnehmen musste, obwohl ich noch nicht weiß, was es kann und was es macht. Das ist wirklich ein Ei. Unglaublich. Okay. Und jetzt kommt die Enttäuschung, das Ei ist fertig. Also hier ist dann sowas Interessantes drin. Okay, das verschließt die Poren und kühlt die Haut. Aber ich frage mich gerade, ob ich das vielleicht auch auf dem Kühlschrank aufbewahren muss. Das weiß ich noch nicht, das muss ich nochmal checken. Aber das war wirklich, das war so seltsam komisch, irgendwie cool, dass ich das einfach mitnehmen musste. So, als nächstes haben wir so Raumdüfte. Ich habe zwei Stück mitgenommen, weil ich liebe das. Ich liebe es, wenn es zu Hause sehr gut riecht. Ich liebe Duftkerzen. Ich liebe auch solche flüssige Düfte, die man einfach im Raum hinstellen kann. Und was cool war, man konnte das hier an der Seite schon mal riechen. Ich weiß nicht, ob ihr diese kleinen Vierecke da seht, wo die Verpackung offen ist. Und man konnte schon mal testen, wie das riecht, und es riecht wirklich sehr gut und es hat jeweils 6 Euro gekostet, da bin ich sehr gespannt. Es riecht so blumig, frisch und ja, konnte ich nicht widerstehen, packe ich gleich aus und stelle mal irgendwo hin im Zimmer. Und dann habe ich noch so eine Kerze, die einfach nur wunderschön ist. Und zwar ist das hier die Duftrichtung Prosecco und Pear und es riecht sehr angenehm. Super frisch und angenehm. Und ich finde, es hat irgendwie etwas Winterliches. Es riecht einfach sehr, sehr schön und sieht natürlich auch sehr, sieht super klasse aus. Wunderschön. Als Deko einfach nur ein Traum. Und ja, sowas Tolles findet man bei TK Maxx. Und die hat jetzt gekostet 9 Euro. Und dann noch die letzte Sache. Tada! Das letzte, was ich mir gekauft habe, ist so ein schicker Seifenspender. Hotel de Paris steht hier drauf und ja, den finde ich ziemlich cool. Und ich versuche nämlich immer so Seifen zum Nachfüllen zu kaufen, damit man nicht so viel Plastikmüll produziert. Obwohl die Seife zum Nachfüllen ja auch in einem Plastikbeutel ist. Und auf jeden Fall, das fand ich sehr, sehr cool und ich mag es, wenn es im Bad sehr hell ist, weiß, vielleicht ein bisschen beige oder grau oder so. Und sonst finde ich das sehr, sehr schön. Hat mir gut gefallen, deswegen habe ich es mitgenommen. Und das hat gekostet 13 Euro. Man könnte jetzt drüber streiten, ob das jetzt wirklich günstig ist oder nicht, aber ich finde, die Sachen sind so besonders und so irgendwie auch amerikanisch vom Stil und so super cool und sehr schön, modern irgendwie und nicht so, wie alle es haben. Deswegen kaufe ich dort eigentlich ziemlich gerne ein und gehe da auch gerne rein. Aber ich muss sagen, an die Klamotten traue ich mich irgendwie nicht so, ich weiß nicht. Falls euch der Haul gefallen hat, dann schreibt mir unbedingt das in die Kommentare. Vielleicht mache ich das dann häufiger. Und falls ihr einen TK Maxx in der Nähe habt, dann schaut mal vorbei. Vielleicht findet ihr auch genau das, was ich euch gezeigt habe. Und ja, danke sehr fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Muah.